Ein wunderschönes Buenos Dias und willkommen zurück zu einem niedlichen Let's Play Far Cry 6. Wir müssen uns entscheiden. Bleiben wir hier auf dieser verrückten Insel und kämpfen weiter oder verpieseln wir uns nach Miami? Und ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden, denn wir wollen natürlich kein ruhiges Leben und langweiliges Leben in Miami führen. Nein, wir wollen Soldados killen. Wir wollen Gegnern mit der Machete die Köpfe spalten. Wir wollen ganze Basen dem Erdboden gleich machen. Und wir wollen ganz viele Waffen sammeln. Deswegen bleiben wir hier. Das ist mein Büro, Juan. Danny, wieder auf der Suche nach Chaos? Ja, natürlich. Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Impro-Waffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Das mache ich schon. Du kommst wieder. Sie kommen immer wieder. Ja, ja, mit Sicherheit. Okay, sieh dir an, was Juan auf Lager hat. Wo ist das Lager? Da gucken wir nochmal. Volta. Stoße einen EMP-Impuls aus. Ja, nice. Phantasma. Giftanschlag. Furioso. Verrücktes Feuer. Das mache ich erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Improwaffe. Improwaffe. Was ist das hier? Das ist ein Maschinengewehr, ne? Oder? Ja. Brauche ich erstmal alles nicht. Vielleicht später. Ist mir aber alles im Moment noch zu teuer. Okay. Was haben wir hier? Lesen. Angefangener Brief. Senior Impro. Es schreibt Juan Cortez. Ich glaube, ich werde Ihr größter Fan. Ich weiß nicht, wie Sie das schaffen. Eine Rasenmäherklinge, an deren Enden Dildos geschnallt sind. Oh, das ist genau meine Art von Verrücktheit. Hoffen wir, dass das meinen Bandscheibenvorfall behebt. Wenn sich der Staub mal gelegt hat, das heißt, wenn wir alle tot sind, komme ich vielleicht in Ihrer Werkstatt vorbei, um die sogenannten Philly-Magie zu erleben. Keine Sorge, sollten ein paar Dinge verschwinden. Man sagt, man solle von den Besten stehlen. Also hoffe ich mal, Ihr kleiner Peritito ist keine Petze. So genug geschunden. Diese 30 cm Gummimonster ist mit meiner Wirbelsäule verabredet. Was? Hä? Irres Zeug, was du da schreibst. Irres Zeug. So, was haben wir hier? Schrott. Nimm mir war gar nicht meine Absicht hier hoch, aber wenn wir schon mal hier sind. Ein für Julio zurückgelassener Brief. Julio, ich bin auf dem Weg nach Esperanza, um mich von meinen idiotischen Freunden zu verabschieden. Sie tun es endlich. Sie flüchten aus Yara. Dann gibt es nur noch dich und mich. Wie viele von diesen Briefen haben wir füreinander hinterlassen? Du bewahrst deine Liebe auf, damit wir uns erinnern können, wie jung und heiß wir mal waren, wenn wir alt und fett sind. Im ersten, den ich dir hinterließ, schrieb ich dir, das wäre nur eine Bettgeschichte. Zwei einsame Leute, die machen, was einsame Leute eben so tun. Oh, kann passieren, ne? Das ist nicht das Geringste bedeutet. Das war auch im zweiten, dritten und vierten so. Ich hätte es wissen müssen. Ich konnte einfach nicht wegbleiben. Ich liebe dich wie immer, Julio. Das ist mein voller Ernst, Lita. Oh, wie herzerwärmend. Oh, ist das hier dein Büro? Ja. Oh. Karte, was ist, ach nee, das ist unten, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, das soll doch was zum Mitnehmen, aber das ist unten. Hier, ne, draußen. Ja.
Noch mehr Schrott. Benzin. Hier ist nichts. Oh, hier ist aber noch was. Okay, Metall. Immer noch kein Schießpulver. Ich werde noch verrückt. Habt ihr Jungs nicht irgendwo ein bisschen Schießpulver für mich? Nirgendwo? Okay. Wir gucken mal trotzdem, ob wir nicht vielleicht irgendwas... leichte MG? Ja, ist mir nicht so recht. Ich will mal gucken. Was haben wir hier? Wir haben einen neuen Talisman. UN-Sundemarke. Ja, aber Talisman brauche ich nicht. Ich brauche immer noch... Ich brauche immer noch Schießpulver. Okay. Warte, ich guck doch nochmal in seinen Laden. Ob er nicht irgendwas Schönes hat. Aber was ist denn das hier? Steht aber auch nicht hier, ne? Das ist mit Sicherheit eine Shotgun. So, das ist ein Flammenwerfer. Und was ist das? Elzurimo Improwaffe. Nägel werden mit Standarddruck verschossen. Ah. Ah, ich verstehe. Oh, guck mal, wie viel Schaden der macht. Ach komm, den kaufen wir uns mal. Wir gönnen ihn uns mal. So. Welche muss ich dafür austauschen? Hier ist die. Ah, alles klar. Oh, oh. Alter, die macht Schaden ohne Ende. So, können wir die noch anpassen? Wir gucken mal bei der Werkbank. Wäre schön, wenn ich die nochmal anpassen kann. So. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Hier war das, ne? Genau. So. Harpunen. Oh, hier können wir wieder nichts machen. Es fehlt schon wieder Schießpulver. Ja. Es fehlt Schießpulver an allen Ecken und Enden. Verdammte Axt. Na gut. Aber zumindest haben wir mal... Ne, das wollte ich nicht. So, ich kann hier keine Waffe auswählen. Na gut. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Oh, gleich da vorne. Sehr gut. Wir haben keinen weiten Weg. Das ist sehr gut. Hier kann ich nicht durch. Wo ist denn hier der Eingang? Ja. Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit wieder gehen, aber ich bleibe erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerrillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen.
Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Filibach Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktion dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Speer, meine ich nicht ernst. Mit dir kriegen sie meinen besten Guerriero ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Jefa. Ja, ja. Ich bin nicht klar, das beste Guerriero. Das bist du. Du hörst nicht zu. Dann übersetz es mir, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Yaraner. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Dani. Arm, aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriero. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Die Karte hat mich gerade so wirklich an Wildlands erinnert. Mit den Fotos auf der Karte, auf der Map. Es war sehr ähnlich in Wildlands. Und es war auch ein schönes Spiel. Ich habe es sehr gerne gespielt. So, wir gucken mal eben auf die Karte, wenn wir schon gerade davon reden. Wo sind wir denn hier? Ah, wir sind hier. Gibt es hier irgendwelche Kisten? Nein. Werkbank. Hier ist noch eine Werkbank. Aber sonst... eigentlich nichts mehr. Wir haben noch Sammlungen. Senior Impro. Er schreibt Juan Cortez. Ich glaube, ich... Was? Also, das haben wir schon gelesen. Gut. Okay. Das heißt, wir müssen... Oh, wir haben ja jetzt ganz viele Einsätze hier. Warte mal. Ich muss mir eben auf die Karte gucken. Okay, das heißt, wir sind jetzt frei... Können hinfahren, wo wir wollen. Wir müssen dahin. Das heißt, wir sollen wahrscheinlich hier irgendwo anlegen, würde ich mal behaupten. Dazu brauchen wir natürlich ein Boot. Das nehmen wir auch. Hier ist ja schon eins. Was? Extra Inhalte, okay. Oh, Schießpulver. Ich hab Schießpulver. Oh, jei. Oh. Wieso kriege ich das? Oh, Scharfschützengewehr. Warte mal. Ich muss noch mal zur Werkbank. Ich muss auf jeden Fall zur Werkbank. Wieso kann ich jetzt hier keine Waffe? So, was? Hier will ich doch gar nicht hin. So, hier will ich hin. So, wir haben Scharfschützengewehr. Hier. Ei. Ja, das legen wir natürlich an. Das ist ja sehr viel besser. So. Oh, das gefällt mir richtig gut. Und da jetzt noch Panzermunition drauf. Dann bin ich im siebten Himmel. Ja. So, komm. Bitte.
Was? Kann ich das nicht ändern? Scheiße, ich kann das nicht ändern. So. Talisman, aber ich kann hier nichts ändern. Das ist ein vorgefertigtes. Und es hat nur Weichzielmunition. Ah, verdammt. Aber immerhin. Besser als unser altes. So, aber ich möchte auch noch mal... Hier. Oh. Was ist das? Discus Locus. Nee, das will ich nicht. Kann ich das denn verbessern? Ja, das könnte ich verbessern. Titanharpunen. Oh. Ich will jetzt aber auch meinen Schießpulver nicht unnötig verballern. Was ist hier? Köderschaft. Aufgespießte Gegner werden... Boah, alter Verwalter. Ich nehme mal das hier. Jawohl. Und dann würde ich gerne noch... genau das hier. Das würde ich auch gerne nochmal irgendwie verbessern. Wir haben hier panzerbrechende Munition. Rotpunktvisier. Können wir hier einen besseren Schalldämpfer drauf machen? Überhitzt schnell. Überhitzt sehr schnell. Okay, das ist noch gesperrt. Im Moment haben wir ja sehr schnell. Ich würde mal hier den nehmen. Der überhitzt ein bisschen weniger. Ja. So. Gut. Wir haben es aber weit jetzt. Jetzt haben wir aber mal einen richtig weiten Weg. Na gut. Wir sind auf jeden Fall jetzt besser ausgestattet. Zack. Und... Jawohl. Wir machen eine kleine Kreuzfahrt. Oh, ich bin jetzt so gespannt, endlich auf die Hauptinsel zu kommen. Ich glaube, auch gerade mit diesen Waffen, es wird fett. Es wird richtig fett. Ich habe richtig Bock, denn ich glaube, es geht jetzt erst richtig los, das Spiel. Bernie, hör auf, Juan. Wenn du Soldaten tötest, wird Castillo seine Spezialeinheiten auf dich loslassen. Weißt du, was diese Typen auszeichnet? Ihre Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung. Klugscheißer. Aber ja, du wurdest gewarnt. Okay, verfolgen die mich? Nö. Alles gut, alles gut. Oh, was? Rechts vor links, ihr Idioten. Meine Güte. Nicht mal auf dem Wasser ist man sicher. Ah, die verfolgen uns aber nicht, ne? Nee. Gut. So, wir sind gleich da. So, und wir müssen Kontakt mit Philly aufnehmen. Das machen wir natürlich. What? What the fuck? Alter, was seid ihr für Spinner? So, ich glaube, ich gehe mal lieber ganz schnell an Land. So. Clara, nach wem soll ich in Madrugada nochmal Ausschau halten? Nach Carlos Montero, dem Anführer einer Gruppe von Bauern, die ihr Land von der Armee zurückholen wollen. Er wird sich nie mit dir treffen. Warum nicht? Er ist eher, was du Oldschool nennen würdest. Er mag keine Fremden und vertraut nur seiner Familie. Na toll. Keine Sorge, Philly kann dir helfen. Er ist eine Eintrittskarte. Er ist in seinem Laden in der Nähe vom Flugplatz Martinez. Oh, es wird einem auch nichts geschenkt. Nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Suerte. Sehr gut. So, wir gucken natürlich wieder nach allem, was uns in die Hände fällt. Hey. Hey. Ja, du hast es drauf, Junge. Du hast es definitiv drauf. So, wir plündern mal wie die Handtaschen alter Damen und klauen ihnen ihre Pesos. Denn ich glaube, wir brauchen noch jede Menge von diesen... von diesem Geld. So. Oh, hier ist... Was ist das? Metall. Metall und noch mehr Metall. Hallo? Im Ernst? Ich muss jetzt... Ich muss jetzt hier aufsteigen, um das mitzunehmen? Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. So, da ist, glaube ich, noch eine Quest, ne? Ja, hier ist eine Quest. Halt das Vieh von dir fern.
Was denn? Das ist, der ist ganz lieb. Der tut nichts. Und wieder dieses Foto hier. Oh. Sprühdosen. Na gut. Alter, überall steht dieses Foto. Wer zum Teufel seid ihr? Wer zum Teufel seid ihr? Na gut. Wahrscheinlich werden wir es nie rausfinden. Oh, da sind ja gleich mehrere Quests. Aber bevor wir die annehmen, gucke ich hier nochmal eben. So, ne, hier ist nichts mehr. Gut. Wir gucken mal, was die lieben Leute hier alles für Aufgaben für uns haben. Ach ne, was ist das? Barracuda Jagdgebiet, alles klar. Ich kann hier angeln. Da freue ich mich doch. Oh. Okay. Unser neuer Sniper hat nichts drauf. Gar nichts drauf. Hey. Hallo. Was soll das Sehr denn? Schade. Ich habe mich echt gefreut. Okay. Hola, ist der Yami? Hab deine Nummer auf so einem Rennplakat gesehen. Oh, wenn du auf Rennen stehst, dann bist du bei mir richtig. Wir machen das in Guerilla-Style. Jede Strecke ist mit Signalfackeln markiert, die du durchfahren musst. Versuch die Bestzeit zu schlagen. Bist du dabei? Ach, scheiße. Ich bin dabei. Das hast du schön gesagt. Ich mag dich jetzt schon. Viel Glück. Nee, ich will kein Rennen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich werde mal gleich diese Waffe als nächstes ausprobieren. Die Harpune. Ist das Freund oder Feind? Freund. Okay. Schade, ich habe mich jetzt echt gefreut, dass ich ein schönes Scharfschützengewehr gefunden habe. Also, beziehungsweise bekommen habe, aber scheint nicht allzu viel zu taugen. Zumal wir es nicht aufmoggen können. Das finde ich sehr, sehr schade. Okay. Tranquilo. Kann ich. Pardon. Kann ich? Ja, ja, genau. Vielen Dank. Ich weiß, dein Pferd auch. Wir haben es ein bisschen eilig. Oh, warte. Stopp. Wir wollen hier mal ganz sachte vorgehen. Hey, Clara, hast du eine Ahnung, wieso das Militär eine Wetterstation besetzt? Du bist im Westen, oder? Darüber habe ich mich auch schon gewundert. Such uns einen Computer. Wir werden schon rausfinden, was die da machen. Okay, ich sehe mich mal um. Okay, hier sind definitiv Feinde. Und ich würde es natürlich sehr schön finden, wenn wir es tatsächlich wenn wir mal ausbrechen, wäre hier die Hölle los. Im Stealth-Modus schaffen. Ohne, dass hier immer der Alarm losgeht. Wir probieren's mal. So, Sniper ausgepackt. Zumindest ist das Visier besser. Okay, das war schon mal nichts. Oh, die Sniper ist ja völlig für den Arsch. Okay. Mit dem Gewehr werden wir nicht viel anfangen können. Leider. Oh, wir müssen... Oh, einmal Entdeckung. So, das gefällt mir schon besser. Okay, ganz ruhig. Aber bisher sind wir noch unentdeckt. Und ich will auch, dass das so bleibt. So, da ist noch einer. Sehr gut. Ja. Ich glaube, es wird tatsächlich mit Stales. So, ist hier, da sind aber noch irgendwo welche. Ganz ruhig. Ganz vorsichtig. Oh, da. Okay. Irgendwo ist ein Hubschrauber.
Oh, verdammt! Fast geschafft! Fast geschafft! Okay. Nein, 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 nein. Okay, wir bleiben aber in der Knarre. So, oh, hier sind Kameras. Fiese Kameras. Okay. Aber viele dürften hier eigentlich nicht mehr sein. So, hier ist noch einer. Jawohl. Den haben wir. Ich sehe Soldados auf der Straße. Sie kommen direkt auf dich zu. Ich verstehe, ich verstehe. So. Oh! Fick dich, Castillo. Genau so ist es. So, wo sind noch welche? Wo sind die denn? Ah, da hinten. So, dann machen wir mal hier. Jawohl, so mag ich das doch. Und Guapo hilft uns fleißig, so wie sich das gehört. Was ist hier drin? Oh, Schießpulver. Noch mehr Schießpulver. Immerhin. Oh, Alter. Hier ist ein Stolperdraht. Wie fies sind die denn? Wie? Oh, was? Scheiße! Oh, ich sehe nichts. Ein Schlüssel. Aber wofür? So. Oh. Die fiesen Blendgranaten. Komm ich hier rein? Ja, ich komme hier rein. So. Oh, das ist, glaube ich, Uran, ne? Oder? Okay. Noch mehr? Wir müssen weg! So. Es reicht langsam. Wo sind noch welche? Wo sind noch welche? Kommt her! Oh, Guapo ist down. Guapo ist down. Ich komme, Junge. Ich komme, Junge. Alles gut. Ja, feiner. So, wo sind denn jetzt noch welche? Ah, hier. Scheiße. Okay. Hier war doch gerade noch jemand. Wo bist du? Da. Jawohl, endlich. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn wir hier mal im Stealth durchgekommen wären. Aber dafür brauche ich halt immer noch ein besseres Snipergewehr. Ich hoffe, wir finden bald eins. Gottina Wetterstation. Sehr gut. Und natürlich wird hier wieder alles abgegrast, alles gelootet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Einmal nachladen, machen wir. Okay, hier geht's wieder raus. Medizin, nehmen wir mit. Hier. Noch mehr Medizin. Alles klar. Oh, hier Bananen. Ich hab Hunger. Kann ich die mitnehmen? Warum nicht? Gemein, gemein, gemein. So. Hier geht's auch nochmal hoch. Alles klar. Schrott. Und hier ist noch was. Was? Hallo? Sei vorsichtig mit all der Hardware. Ja, ja, ja. Oh. Ein Hubschrauber. Ein Ja, wir haben einen Hubschrauber. Endlich. Wie geil ist das? Ja, ich komme noch gleich.
Endlich haben wir einen Hubschrauber. Was ist das? Was ist das? Wird dir was verkauft? Nee. Leider nicht. So. Ich komme. Gebola. Ein paar Bauern waren bei uns im Lager, weil die Armee eine Flugabwehranlage auf ihrem Land gebaut hat. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Gracias. Das ist sehr, sehr nett von dir. Okay. Wir werden das beim nächsten Mal hier noch den Rest durchsuchen, ob hier noch irgendwas ist. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder sehr, sehr fürs Zusehen. Und ja, ich bin gehypt. Weil jetzt geht es, glaube ich, erst wirklich so richtig, richtig los. Oh, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Hier ist schon wieder überall was, auf das wir uns freuen können. Oh, ich habe noch irgendwas. Oh, eine neue Waffe. Ja, die ist aber schlechter. Die will ich nicht. Oh, hier auch jede Menge. Gucken wir uns alles beim nächsten Mal an. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und vergesst Daumen nicht, Leute. Und Feedback. Macht's gut. Tschüss.